So, hallo und herzlich willkommen und ganz, ganz liebe Grüße hier aus Nordamerika, aus... oh Gott, wo waren wir denn? Ich glaube, wir waren in Seeheim, ne? Ja, nach unserer gigantischen Weltreise aus dem letzten Part bin ich schon ganz durcheinander gekommen, wo wir denn jetzt hier endlich gelandet sind. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt hier in Seeheim niedergelassen, weil wir ja an den Great Lakes eine Höhle finden wollten, wo wir irgendwie mit dem Nixon-Ring weiterkommen, den wir von den Nixon bekommen haben, aus dem Nixon-Turm. So, und ja, jetzt geht's dann also mal weiter. Ja, jetzt können wir ja nochmal zu dem Thema Schiffsnamen kommen. Ne? Mir wurde ja gesagt, ich soll unserem Schiff einen Namen geben und das können wir natürlich tun, denn ein Schiff ohne Namen ist ja nun mal ein Schiff ohne Namen. Ne? Ja. Und ich habe da auch gar nicht so lange überlegt. Mir gefällt eigentlich der Name die Normandie ganz gut. Der gewiefte PC-Spieler oder überhaupt Gamer weiß natürlich, auf welches Spiel hier schon wieder Bezug genommen wird. Aber die Normandie, das ist einfach ein schöner Name für ein Schiff, finde ich. Und den können wir so auch übernehmen. Die nächste Normandie, die kommt ja dann erst in irgendwie 5000 Jahren, dann im Weltall irgendwie, ne? Mass Effect. Ja, so, jetzt habe ich es gesagt. Okay, gut. Wir machen jetzt nochmal weiter. Wir sind hier an den Great Lakes. Alles klar. Dann gehen wir doch auch direkt mal hier in die Höhle rein, würde ich sagen. Und ich hoffe, wir kommen hier jetzt auch weiter. Die Höhle. Der Servas. Ich warte gerade auf meine Verlobte Nana. Zum ersten Mal trafen wir uns an diesem See. Sie kommt zurück aus Lioto. Ich kann es kaum erwarten. Ah, das ist natürlich ein tragisches Schicksal, denn wir haben die junge Dame ja bereits getroffen, allerdings unter Wasser. Sie ist ja bei einem Schiffsunglück scheinbar... Ist sie eigentlich gestorben? Wenn man bei einem Schiffsunglück ertrinkt und dann zu einer Nixe wird, ist man dann tot oder ist man... Ist man dann wie so ein Zombie umgewandelt? Ist man dann sowas wie ein sexy Zombie als Nixe? Ich weiß es nicht. Wie wird man denn zu Nixe bei einem Schiffsunglück? Kommt dann eine andere Nixe und beißt dich und dann verwandelst du dich langsam in eine Nixe? Ist ja mal ein spannendes Thema, oder? Wie wird man zu Nixe? Ah, wahrscheinlich ist es wie in den alten Filmen, oder? Man ist so langsam am Ertrinken, man geht unter... Das Leben zieht an einem vorbei und dann kommt diese wunderschöne Frau auf dich zugeschwommen. Sie fängt an, dich zu küssen und sie zieht dich mit hinab und streichelt dich und irgendwann bist du halt der Nächste, ne? Irgendwie so funktioniert das wahrscheinlich. Okay, wir gucken jetzt mal, ob wir den Ring dabei haben. Müssten wir eigentlich, das ist bestimmt der hier, der Verlobungsring. Den wollen wir mal auswählen. So, an Servas weiterzugeben. Siehst du? Das ist er nämlich. Dann geben wir den mal weiter. Aber wie? Dieser Ring. Ist ihr etwas zugestoßen? Scheinbar ein Schiffsunglück. Ich verstehe. Sie kam niemals zu spät. Danke für die Nachricht. Ich gehe zu ihr. Der verschwindet auch einfach. Ist auch ein Geist. Was soll das denn? Servas ist jetzt auch ein Geist, oder was? Alles Geister hier? Vielleicht bilden wir uns das alles nur ein. Da-da-da-da! Na ja, gut, gehen wir mal hier rein, ne? Mal gucken, was uns hier jetzt erwartet. Ein neuer Dungeon. Ach ja. Jetzt bist du dicker Fisch. Jetzt bist du dünner Fisch. Da gibt's Bläschen, aber da komme ich nicht hin. Oh, spring doch, Mensch. Zack. Oh, nicht getroffen. Warte, warte, warte. Zack. Ja. Yeah. So. Tja, was, aua, eieiei. Boah. Was? Donnerkröte muss niesen, stand da gerade. Nehmen wir doch die hier gerade nochmal mit, oder? Ja. Nein. Oh, das ist
jetzt aber auch hier. Also. Oh. Jetzt. Ah. So. Oh. Ich glaube, das ist sehr rutschig hier. Alles sehr glitschig und mausbar. Oh, hau ab! Alter, was ein dickes Ding. Noch eine. Nein! Oh. Diesmal hat was anderes gespuckt. So. Ark erhält das Odem Kraut. Odem Kraut. Ja, okay. Was ist denn das Odemkraut? Kann man uns da heilen? Was ist da unten? Zum Atmen unter Wasser. Funktioniert, sobald es in deinem Besitz ist. Wie ist das eigentlich mit den Schuhen? Möchtest du das auswählen? So, jetzt haben wir nämlich auch Turboschuhe. Wow, so funktionieren die also. Alles klar. So, was machen wir jetzt hier? Man weiß es nicht, man munkelt's nur. Ah, super. 25, finde ich auch gut. Was? Kraftpunkte um 14. Stärke um 3. Alter Schwede, jetzt geht's langsam ab. Super. Geht's hier jetzt weiter? Ich meine, das war doch noch nicht alles, oder? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Jetzt können wir hier nochmal. Können wir hier nochmal werfen. Ach Mann. Ich war mal Handballer. Wisst ihr, was ich meine? Eieieiei. So, wir probieren es nochmal. Zack. Oh. Mit Betonung, ich war mal Handballer. Hui. Och Mann, der springt da aber auch nicht. Was soll denn das? Jetzt. Ach, scheiße. Da war jetzt das Steuerkreuz dran schuld. Also da kann ich nichts für, ne? Das muss man jetzt mal auch gesagt haben. So, ich nehme auch noch mit. Komm, so. Vielleicht müssen wir hier. Ah. Ich verstehe. So, ach Mann, das ist aber wirklich sauglitschig hier. Hier muss man aufpassen, ey. Ich hätte vielleicht meine Wanderschuhe anziehen sollen. Die sind ein griffiger von der Sohle her. Huch. Wo kommt der denn her? Ei. Die können wir gar nicht hauen, wenn die hier so. Schwimmen. Aua, hör auf damit. Was machen wir denn jetzt? Soll ich hier. Geht's hier runter? Okay. Jetzt gibt's natürlich kein Zurück, ne? Oh. Oh. So ein Popel, ey. Ach nee, das sind wieder so. So sich teilende Schleimis, ey. Die sind immer so eklig. Nein, haut ab. Oh nein, einer hat überlebt. Oh mein Gott. Oh, diese Blumen, die können wir ja auch noch von ganz am Anfang. Aber sie öffnen sich, Gott sei Dank. Ja, die wieder nicht. Komm schon. Oh. Jetzt. Ja. 802 Damage. Unglaublich, oder? So, und jetzt? Achso, jetzt sind wir wieder hier, ne? Alles klar, okay. So, mal also ein Rinsche Glaube. Können wir hier noch mal runter, oder? Na komm, nehmen wir euch noch mal mit, oder? Wenn ihr schon alle hier seid. Bam, bam, bam. Taps, rap. Und dann, buff. Oh, vorbeigerutscht, ey. Da.
So, ich muss mich ein bisschen beeilen hier. Vielleicht schaffe. Oh, eieieiei, ich wurde vergiftet. Eieieiei. Die Pflanzen hier scheinen, naja, sie scheinen nicht nur, sie sind sehr giftig. Muss ich das jetzt nehmen oder das andere? Dann machen wir das hier, ne? Scheiße. Was müssen wir denn jetzt nehmen? Orchidee? Nee, die können wir nicht nehmen, oder? Heilt Vergiftung, da steht's doch. Möchtest du das auswählen? Das brauchst du jetzt nicht. Aber da stand doch, ich bin vergiftet. Möchtest du das auswählen? Das brauchst du jetzt nicht. Ey! Schmeißen wir uns mal lieber so eine Knolle hier rein. Vielleicht legen wir uns die auch direkt in den Slot. Haben wir gelernt, dass wir Nein sagen müssen, um sie im Slot zu haben. Boah, das ist aber ganz schön heftig, das Gift. Scheiße. Ah, da steht doch, heilt Vergiftung. Warum kann ich denn das nicht nehmen? Vielleicht muss ich da jetzt auch Nein drücken. Ach man. So, ausgerüstet. Und jetzt machen wir... Das brauchst du jetzt nicht. Guck mal, 11, 10, 10, 9. Boah, das macht mich fertig. Scheiße, hätte ich jetzt irgendwas anderes mitnehmen sollen? Was haben wir hier noch? Serum. Heilt tödliche Vergiftung. Ach, guck mal an. Alles klar, wir brauchen das Serum. Ah. Okay, war ja irgendwie auch schon eine tödliche Vergiftung, ne? So. Wow. Hier war ja nichts mehr, ne? Hier kann man nur runterspringen. Okay, dann gehen wir jetzt hier rüber. Passen auf, dass wir nicht vergiftet werden. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Öffne dich. Für mich. Sei nicht so schüchtern. Was? Der Schatten. Aha. Muss ich da jetzt hin? Was ist das für ein Schatten? Hilfe. Helft mir doch. Huh? Ich dachte, ich hörte etwas. Ja, ne? Oh nein, 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 oh, ich komm nicht. Ah, ich falle. Nein, nein. Oh, verdammt. Und da, oh, da war ein Felsvorsprung. Und wir sind vergiftet. Und hier sind Elderaugen. Oh mein Gott. Ich brauche ein Serum. Oh, scheiße, ich habe nur noch vier, ne? Nein, das wollen wir überhaupt nicht haben hier. Mann, wir wollen das hier haben. So. Ja, irgendwie alles schief, ey. Da war eine Strömung. Oh, scheiße. Pupilla prallt. Was? Oh. Oh. Hinfort mit euch. Geht weg. Geht weg. Oh. Nein. 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 Oh mein Gott. Was tue ich? Wir essen schnell eine. So. Und. Oh. Nein. Du musst dich schneller bewegen. Oh. Pupilla prallt auf. Hä? Gehen irgendwie zu, wenn ich sie angucke. Ja, drehen wir uns mal um, ne? Und dann... Oh. Ja, machen wir es so. Oh je, Mann, das ist ja ganz schön anspruchsvoll hier. Was gibt's denn hier in der Blume? Wurscht. War natürlich mittendrin. Hier schon zwei Wasserfälle runtergefallen. Schon wieder so blöde Pupillas. Wir drehen uns mal um und machen. Na, warte. Ne, wir machen. Ah, scheiße. Ich, oh, verdammt. So, machen wir das. So. Oh, die sind aber zu stark. Oh, was für Viecher, ey.
Boah, die bewegen sich ja alle so eklig hier drin. Oh, noch zwei. Guckt sie euch an. Oh. Die bewegen sich auch, wenn sie weit weg sind. Oh, scheiße. Verliere ich da Energie, wenn ich das mache? Oh, Mann. Ich muss das irgendwie so machen. Mit dem Rücken zu dem und dann zack. Das machen wir hier genauso. Und zack. Oh, oh scheiße. Ah. Oh, leckt mich doch. Bin fort mit euch. Oh, oh, oh. Yeah. Meine Fresse. Das sind ja Scheißviecher, ey. Mal ohne Scheiß. Scheißviecher. Oh, da seid ihr mir ja richtig... Oh nein, jetzt lasse ich mich auch noch von diesem Schwein nicht treffen. Haut ab! Haut ab, Mensch! Wieso mache ich denn nur 87 Damage? Was ist denn da los? Jetzt können wir hier direkt die nächste Knolle essen. Ich soll schon kommen, wir stehen dann vor dem Boss und haben nichts mehr zum Heilen. Eieieiei. So. Hahaha. Okay. Der Wasserfall vielleicht? Nee, da ist nichts. Ich glaube, ich muss da runter jetzt. Bin ich, glaube ich, wieder hier, wo die Strömung ist. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Nicht vergiften lassen, nicht vergiften lassen. Oh mein Gott. Oh nein, oh nein, 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 oh, nein, nein, oh, diese blöde Strömung. So, haben wir den erwischt. Ich muss, scheiße, ich muss eigentlich nach ganz links rüber, fällt mir gerade ein, weil da dieser Felsvorsprung war. So. Jawohl. Ark erhält den Drachenanker. Oh, ich glaube, der wäre in Dark Souls ganz cool, oder? Das klingt so nach Drachenankern. Also den Drachen auf dem Boden verankern, dass er nicht wegfliegt. Dieser blöde schwarze Drachen, der uns da einfach so... Wer hat meinen Dark Souls Part geguckt, ne? Wie ich da unten in die Schlucht gelaufen bin, dann kommt der Drache da so angeflogen, so ganz lieb und friedlich und macht einfach... Und ich mach... Und bin tot. Vielleicht hat er auch nur einen Mundstuhl gehabt, man weiß es nicht. Naja, egal. Drachenanker. Gibt Halt in starken Strömungen. Guck mal, schau. Möchten wir das auswählen? Muss ich das dann auswählen? Ich wähle das mal aus. Hüpfen wir hier jetzt nochmal runter. Oh, jetzt sind hier schon wieder diese Viecher. Nein! Nein! So. Oh, dreimal? Nee. Komm, bei dem üben wir jetzt auch noch. Du kommst noch mit. Komm, 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 komm. Und. Ich glaube, das ist eine super Taktik. Solange die einzeln da rumstehen, ist das überhaupt kein Thema. So, was machen wir jetzt? Was habe ich jetzt übersehen? Moment. Übersehen. Ah, ja. So. Links oder rechts? Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen jetzt schnell reagieren. Wach auf. Hallo? Lol. Hä? War das jetzt so gewollt? Wow, wow. Komm ich nicht durch. Hä, ist das... Oh nein, oh nein, oh nein, 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 so, warum ist denn die Blume da so komisch? Also, die steht da rum und ich kann die einfach hauen. Sehr merkwürdig. Boah, hier sind wieder diese fetten... kotzenden Kröten.
Och, hör auf. Oh, ein Kristall. Oh, wie komme ich denn da hin? Das sieht aus, als müsste ich irgendwo runterfallen oder springen. Oh. Das ist wie die alte Morla. Kennt ihr die unendliche Geschichte? Wo Atreu dann in den... was ist denn das dann? Die trauernden Sümpfe? Wie hieß denn das? Auf jeden Fall wandert er da mit seinem Artax durch diese Sümpfe und Artax stirbt. Ach, das ist so dramatisch da alles. Da habe ich als kleines Kind, habe es ja mehrmals gesehen. Ich glaube, ich habe immer geweint. Ich habe immer geweint, wenn der süße Artax da runtergegangen ist. Der Atreu, der konnte da überhaupt nichts machen. Er stand dann da und der hat dann geschrien und... Ja, aber auf jeden Fall, wo wir eigentlich hin wollten, mal die Morla, ne? Dann die alte Morla, die ja dann auch ständig... Und dann hat sie nochmal einen Moment weitergeredet, ne? Und dann hat sie wieder... Ne? Und die Morla ist ja eine Riesenschildkröte, also da ist der Kopf ungefähr so hoch wie ein Mensch, ne? Und dann hat sie nochmal... Und dann... Hat sie halt genießt, ne? Und der Atreu ist immer so 5 Meter durch die Gegend geflogen. Naja, ganz so extrem war es nicht, aber ja, daran erinnert mich das halt gerade. Die niesenden Kröten, ne? Was haben wir jetzt bekommen? Oh, ich glaube, wir haben eine Waffe bekommen. Ich bin heute ein bisschen abgelenkt, kann das sein? Es tut mir leid. Ich sollte wieder zurückfinden hier in das Spiel. Und zwar, oh, den Planetenbrecher haben wir gefunden. Plus 43, das macht plus 6 insgesamt. Der Name verrät einiges. Ja, Name ist Programm, würde ich sagen. Müssen wir aufpassen, dass wir unsere selbst geschaffene Welt hier nicht irgendwie zerstören. So, oh, nein, jetzt bin ich... Ach, scheiße. Was ist denn jetzt? Ich bin verwirrt oder so. Oh nein. Oh, ich laufe gerade halt... Ach, scheiße. Die Tasten sind halt gerade... Jetzt ist wieder weg. Waren verdreht, ne? Weg. Oh, das ist aber auch eng hier jetzt, Mann. Nein. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt habe ich schon wieder was anderes. Was ist denn das Weiße? Was ist das denn? Total überfordert hier. Ego-Spiegel, sehen wir das hier, was ich hab? Nee. Scheiße, was habe ich denn jetzt? Ich hab's halt nicht gelesen. Irgendwas habe ich, aber ich verliere keine Energie. Das ist schon mal cool. Abwehr von Arc kehrt zurück. Ach, gucke mal, schau. Was ist denn, wenn ich jetzt hier runterspringe, kriege ich bestimmt den blauen Kristall, oder? Komm schon. Ja, ich würde sagen, fast, ne? Boah, der hat richtig viel... Boah, die lassen richtig viel Geld fallen. Boah, als ich das letzte Mal unten rechts auf mein Geld geguckt habe, hatte ich 5000. Schaut mal, was wir jetzt haben. Wahnsinn, hier gibt es ja wirklich fast viel Geld. Aber, wie zum Teufel komme ich an den Kristall? Und was haben wir jetzt schon wieder falsch gemacht? Deswegen liegen die nämlich auch hier. Ah, scheiße. So, jetzt können wir da bestimmt schwimmen, oder? Jawohl. Ah,
Ich bin so gut. Ich bin so gut. Das ist ja unglaublich. Naja, Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ich bin so gut. Guck mal, jetzt sind die Kröten ersoffen. Ha. Geht's jetzt hier weiter, oder was? Das heißt, das ist die Tür, von der wir gekommen sind, ne? Jawohl. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Immer schon auf Bläschen achten, ne? Da könnte man ja tauchen. Aber ich habe jetzt keine Bläschen gesehen. Gut. Oh, hier wieder so eine Giftpflanze. Öffne dich, öffne dich. Ah. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, was? Achso, das war die Pupilla. Pupilla, komm her! Eigentlich bist du doch ein Elder und kein... Was war das Geld da liegen lassen? Komm her, Mann. Oh, kommt! Kommt! Ah, ist eine ganz gute Taktik. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, wo wir vorhin nicht durchkamen. Ja, na klar. Du auch noch? Na klar. Und du? Na, da komm, da komm. So. Waren da Bläschen? Ne, da waren keine Bläschen. Schon wieder so ein fetter Wasserfall und... Nein, 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 nein. Oh, guck, da oben sind nochmal Bläschen. Da gucken wir gleich nochmal. Aber erstmal gucken wir hier. Oh. Oh, nein. Ach. Nein, nein, hör auf zu niesen. Nein, 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 nein. Oh. Oh, shit. Oh, nochmal Level up. Oh, schon wieder 14 Kraftpunkte mehr. Also, geht ab. So, ich glaube jetzt kann man den Wasserfall runterfallen und dann landet man bestimmt hier. Okay. So, gucken wir jetzt mal bei den Bläschen. Ich habe sie genau gesehen. Da sind Bläschen. Und zap, zap. Geheimnis, oder? Geheimnis. Meine Kraft reicht noch nicht aus, um noch mehr zu tragen. Ich muss zunächst Platz schaffen, um etwas aufzunehmen. Eine Waffe wird es ja nicht sein. So ist das also, da kann man gar nicht alle Rüstungen sammeln, die es so gibt. Ja, würde ich sagen. Wie schmeiße ich denn das jetzt weg? Was soll weg? Ah ja. Ah, siehst du, wusstest du doch. Eine Drachenrüstung. Top. Da ist er, da ist er. Scheiße. Tragen ihn an kalten Tagen. Super. Und was ist hier? Ein guter Schutz vor Angriffen. Aber das Ding ist schlechter. Hat jetzt auch irgendwie keinen besonderen Boni. Ja. Toll. Was haben wir das jetzt gemacht? Töten die Viecher? Ich kann mich ja nicht wehren hier im Wasser. Ach, hier schon wieder. Hallo! Ich guck einfach mal nicht hin, ne? Hm.
was da jetzt wohl passiert ist. Ich spring mal in die Luft und haue, einfach so, ohne zu wissen, was hinter mir ist. Und, Scheiße, gehe ich jetzt richtig? Mann, keiner weiß es. Oh nein, nein, nein. Boah, was ein Sprung, oder? Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Boah, wir können da so runterspringen. Eieiei, krass, oder? Ach, hier schon wieder. Hallo, hallo, kommt mal hier zu mir. Ja, kommt her. Warte, warte. So. Ah, noch nicht ganz. Warte, warte. So, ne? So machen wir das. Ha. Die bewegt sich wieder nicht. Doch, die hat sich bewegt. Ha. Ist da was? Da ist da was, oder? Ah, ja. Aber da war irgendwas Rotes, glaube ich. Oh nein, das Ding kommt übers Wasser. Nee, doch nicht. Oh, da war ein Gegner, den wir nicht mitgenommen haben. Oh, das ist ja nicht cool. Kommt mal hierher. So. Mal dieses ins Wasser gehüpfe hier. Meine Klamotten trocknen nie wieder. Links oder rechts? Rechts oder links? Links wieder an. Oh nein. Ich hasse Abzweigungen. Lol, da gibt's hier nicht mal was. Bläschen gibt's hier gar nichts. Vielleicht gibt's hier normalerweise eine Strömung oder so. Scheiße. Na, gehen wir erstmal mal in die Mitte, oder? So. Oh, 9000 haben wir jetzt schon. Ich habe hier 4000 Gold, glaube ich, drin gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht hatten wir auch 5999 vorhin. Kann mich nicht mehr erinnern. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt 9000. Unglaublich. Scheiße, ich glaube jetzt... Ich glaube... Wir sind hier eine Runde geschwommen. Was ist denn das für ein Raum? Hier gibt es ja gar nichts. Toll, jetzt muss ich nochmal unten gucken. Da gibt es jetzt bestimmt so eine Heilknolle. Und dann darf ich wieder zurück. Aber wenn... Ja, ist gut für die Ausdauer hier, oder? Warum krault der eigentlich nicht? Brustschwimmen ist doch viel langsamer. Komm schon. Wasserfall. Hüpfen wir mal runter. Oh. Hytoderon. Was sagt er? Oh nein. Oh nein. Oh nein, er schießt auf mich. Oh nein. Oh nein. Oh. Hör auf damit. Oh. Wie soll ich den jetzt krachen? Hä? Warte mal, warte mal. Ein Sternenfisch segelt auf Ark zu. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist aber jetzt doch ein bisschen wenig Energie, die wir da haben. Da sollten wir vielleicht einmal... Moment, hier so... Nein, wir möchten das nicht auswählen. Und jetzt haben wir es irgendwie doch ausgerüstet. Dankeschön. Die essen wir mal. So. Warum bewegt sich eigentlich... Achso, weil wir mit dem Fluss... wahrscheinlich mit der Strömung gewandert. Oh nein! Was? Ein Sternenfisch klebt an Ark. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen! Guck mal, der Drache hat es wieder abgeschossen. Dummes Vieh. Fort mit euch!
gar nicht an den Drachen dran. Mensch. Oh, jetzt treff doch mal das blöde Vieh, ey. Ach komm. So ein bisschen was von der Hydra aus Dark Souls, ne? Auch wenn es jetzt keine echte Hydra ist, die... wie viele Köpfe hatte die? 8? 6? Oh, du blöder Stern. Jetzt komm mal her. Oh, wie viel Life hast du denn noch? Ach, scheiße. Spuck, spuck. Spuck, jawohl. Ich krieg noch nicht mal Schaden dadurch, sondern nur dieser komische Seestern kriegt Schaden. So. Und jetzt? Hallo? Hallo? Hytoderon ist vernichtet. Lol, Gossi schaut Ark an. Ark erhält Hornzauber. Ich verstehe deine Sprache nicht. Ich nehme an, du willst mir helfen. Was? Wo bringst du mich hin? Was denn du jetzt? Hallo? Hollerö, ich bin gerettet. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Ich heiße Will. Seit meiner Kindheit ist es mein Traum zu fliegen. Jetzt ist es soweit. Ich nannte meine Erfindung Flugzeug. Doch bei meinem ersten Probeflug stürzte ich in die Great Lakes. Diese Dinger, die mich im Wasser angriffen, sahen aus wie Seesterne. Doch ein riesiger Drache tauchte auf und schützte mich. Der Gott des Meeres. Ach, gucke mal an. Na, standen wir mal eben so vor so einer Gottheit und wir haben eine Gottheit gerettet. Wahnsinn, oder? Ich versprach dir eine Belohnung, also komm mit mir. Ich zeig dir etwas. Du bist ein Freund von Perry. Perry, ist es dieser andere Wissenschaftler da gewesen? Könnte sein, ne? Niemand wurde verletzt, doch nun fehlen mir die nötigen Teile. Otakus Laden in Yamai begann Metallteile aufzukaufen. Das hat mich eine Menge Arbeit gekostet. Alles umsonst. Metall? Habe ich nicht irgendein Metall dabei? Guck mal, ich habe Blech habe ich dabei. Ich habe kein Metall mehr, um es zu vollenden. Na, ja, warte mal, ich hab doch hier... Warte, wir nehmen mal das Blech. Ich möchte, dass die Kinder den Traum vom Fliegen leben können. An diesem Ziel arbeite ich. Okay, mein Blech möchte er scheinbar nicht haben. Ich werde hier bleiben und will helfen. Sag es Perry, wenn du ihn siehst. Was ist das? Sieht wie ein Tagebuch aus. Mal sehen. Test des Prototyps. Prototyp 9 verlief negativ. Es ist abgestürzt. Irgendetwas fehlt noch. Doch was? Prototyp 10 ist fertiggestellt. Endlich. Der Test wird am See stattfinden. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Ja, aber ich hab doch Metall... bei Will gefunden. Ja. Gut, war ein harter Tag heute, würde ich sagen. Ich mache erstmal Schluss und wir beenden unsere Partie hier wieder im Inn von Seeheim, wo es auch begonnen hat. Und dieser Kacke hier.
Okay, na, wir gehen jetzt erstmal hier rein und legen uns zu Bett. Es war ein harter Tag. Ich hoffe, wir sind schon getrocknet. Wahrscheinlich schon. Ja, hier. Gib noch mal ein Zimmer. Welch eine nette Überraschung. Wir bekommen ja selten Besuch. Ich erinnere mich an ein Mädchen, das hier planlos herumirrte. Eine Übernachtung kostet 5 Taler. Bleiben. Dankeschön. So, gehen wir mal schnell eine Runde schlafen, wie immer, ne? Na, hier, Doppelbett. Heute nehmen wir mal das Grüne. Geht natürlich nicht. So, und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Was haben wir jetzt eigentlich geschafft? Achso, wir haben Will befreit. Okay. Hört sich so an, als bekommen wir demnächst ein Flugzeug. Aber dafür müssen wir wohl erst Metall finden. Ich habe keine Ahnung, wo wir Metall herbekommen, weil mein Metall will er ja gar nicht haben. Der Sack. Naja, egal. Kriegen wir schon hin. So, okay, dann... nehmen wir mal die 2 heute, ne? Zap, zap, so, knappes halbes Stündchen, geht wieder auf. 13 Stunden sind wir hier schon wieder dran, das ist ja unglaublich. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das Spiel, also wenn man sich das mal überlegt, ne? Heutige, so manch AAA-Spiel ist nach 5-6 Stunden vorbei, ne? Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Gut, ja, wir haben geschlafen, wir haben gespeichert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch einen Kommentar. Ich denke, den Namen, die Normandie für unser Schiff kann man auch so stehen lassen. Wenn nicht, schreibt mir das auch. Titanic wurde ja genannt, aber nee, das ist ein bisschen kitschig und ich möchte auch nicht, dass mein Schiff untergeht und deswegen glaube ich nicht, dass ich mein Schiff Titanic nennen werde. Aber wenn ihr das doch lieber so wollt, dann machen wir das vielleicht doch. Aber ich finde, die Normandie klingt auch schön, ne? Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bye bye. Euer Längster.